Landeshauptmann Stellvertreter Johann Schürz von der FPÖ machte sich Montag früh selbst ein Bild von der Schulwegsicherung im Burgenland. Bereits um 7.30 Uhr war er in Kleinhöflein beim Schutzweg. Während der ersten Schulwochen soll die Schulwegsicherung verstärkt durchgeführt werden. Wir haben mit Johann Schürz über seine Vorstellungen der Schulwegsicherung gesprochen. Ja, es geht darum heute, dass man speziell darauf achtet in Bezug auf Verkehrssicherheit für Kinder am Schulweg. Und wir werden jetzt 4 Wochen verstärkt Augenmerk darauf legen, auf Schulwegsicherung, auf Überquerung des Schutzweges, auf die Tatsache, dass die Eltern darauf geschult werden, wie kommt mein Kind bestmöglichst und schnellstens in die Schule, ohne gefährdet zu werden. Und da ist es natürlich auch wichtig seitens der Polizei, dass hier auch Aufklärungsarbeit in der nächsten Zeit gemacht wird. Das heißt, wir wollen die nächsten 4 Wochen intensiver Schüler und Eltern darauf vorbereiten. Und ich glaube, das ist auch sehr wichtig, auch in der heutigen Zeit, wo andere Probleme stark anstehen, muss natürlich auch diese Verkehrssicherheit Priorität haben.